Hallo und willkommen zurück zu Chibi-Robo. Dies ist der fünfte Part und im letzten Part haben wir im Keller einen Roboter gefunden und haben auch ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte von Chibi-Robo, von der Familie Sandersons erfahren. Und ja, wie es aussieht, hat Chibi-Robo einen Kurzschluss erlitten. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Oh, Chibi-Robo. Du bist tot. Oh, und der Roboter bewegt sich. Wie? Wie er sich bewegt. Ah! Was? Anruf für Telly, ich muss weg. Wie er einfach abhaut. Und ja, puh. Viel hat sich nicht bewegt. Ich kann nicht glauben, dass er sich nach dieser langen Zeit noch bewegen kann. Was das wohl sein mag. Ja. Aber viel wichtiger ist Chibi-Robo. Oh, da fängt er an zu heulen. Wir haben uns gerade erst hier eingelebt. Und jetzt lässt du mich allein zurück. Allein! Allein! Nein! Voll der Überemotionale. Aber ich habe doch vorhin noch ganz anders da gelegen, wenn ich gerade so. Muss ich, glaube ich, was drücken? Ja, genau. Ein Knacks. Oh, du lebst! Ich bin so froh, Chibi-Robo. Ich dachte schon, du hättest den Löffel abgegeben. Aber ich hätte mir keine Sorgen machen sollen. Wie eine ganze Pfütze hinterlassen hat. Ich hätte dich auf jeden Fall wieder repariert. Selbst wenn ich meine eigenen Bauteile dazu hätte verwenden müssen. Sag mir, hast du geträumt? Ja. Das hat nämlich Chibi-Robo gesehen, was wir gesehen haben. Natürlich hast du nicht geträumt. Es ist möglich, dass du Daten aus Giga-Robos Datenbank heruntergeladen hast. Puh, all diese Aufregung hat mich ganz schön ausgelaugt. Wir sehen uns später, Chibi-Robo. Alles klar. Ja, und dann machen wir hier gleich mal weiter. Erstmal. Kamera. So. Oh, es gibt auch wieder viel mehr. Dann holen wir uns mal das Ding her. Das wird wohl die Batterie sein von dem Roboter. Gigabatterie, genau. Und einfach mal reingepackt. Chibi-Robo, wow, das ist ein. Wie, was ist das? Wenn du die Batterie nehmen willst. Oh. Solltest du sie aufladen und in ein Stück wieder zurückbringen? Oh, ein Pirat? Arr. Arr. Ja. Und doch, das ist nicht das, was du willst, nicht wahr? Mein kolossaler Kumpel. Wenn du nur mit mir sprechen könntest, Giga-Robo. Was? Ist das wirklich ein Giga-Robo? Ist er tot? Die Augen. Roboter sterben nicht, du Flugboje. Oh, stimmt ja. Er ist ganz schön groß, viel größer als du, Chibi-Robo. Deswegen heißt er ja auch Giga-Robo. Ein Moment, laut meiner Datenbank handelt es sich um ein sehr altes Modell. Vor langer Zeit startete er einen Trend, den man Giga-Robo-Fieber nannte. Hype. Aber sein Energieverbrauch war so hoch, dass seine Beliebtheit je sank. Halt die Kiemen dicht.
Du denkst, du bist so schlau, dabei weißt du gar nichts über ihn. Tut mir leid. Trotzdem vielen Dank. Wenn Sie mich nun bitte entschuldigen. Hol die Segel ein. Ja. Wie er Angst hat. Arr. Du kommst hier rein wie ein Sturm im Sommer und stellst dich nicht mal vor. Es tut mir leid. Mein Name ist Telly. Und das hier ist Chibi Robo. Beachten Sie ihn nicht weiter, er spricht nicht viel. Und wer mögen Sie sein? Hahaha. Wird auch Zeit, dass du mal fragst. Ich bin die Geißel der sieben Meere, der Herr über die Ozeane, der König aller Piraten, Captain Better. Nee, Bretterbart. Sie sind ein Pirat? Ei, zumindest war ich einer. Jetzt bin ich nur noch eine Landratte ohne Schiff. Oh, wie haben Sie Ihr Schiff verloren? Diese Geschichte ist so lang, wie die See tief ist. Und so traurig, wie eine Jungfrau ohne Fischschwanz. Autsch. Aber meine Kehle ist so trocken wie meine Seele, daher muss ich meine Geschichte wohl noch etwas warten. Gluck, gluck. Arr, ich liebe den Geschmack von Wasser. Okay. Was meinst du, wirst du eines Tages zurückkehren und meiner traurigen Geschichte lauschen? Ja, ja, versprochen. Gaha! Mach nie ein Versprechen, das du nicht halten kannst. Das ist der Piratenkodex. Du tätest gut daran, dir meine Worte zu merken, du übergroßes Plankton. Oh, er hat uns gemeint, okay. Ich werde sie nicht vergessen, selbst wenn ich sterbe, ich komme wieder. Was habe ich gesagt? Roboter sterben nicht und Skorbut kriegt ihr auch nicht. Sie haben recht. Die Gigabatterie für sich allein bringt nicht sonderlich viel. Ihr müsst das Haus durchsuchen und das Gigaladegerät finden. Stopp, stopp, stopp. Da geht er weg. Puh, das war unheimlich. Aber gehen wir nun wieder zurück. Ja, viel Story. Ja, und wie man sieht, dem Roboter fehlt ja auch ein Bein. Müssen wir auch noch suchen. Wo? Was ist jetzt los? Wird uns jetzt was über die Aufkleber erzählt? Das sieht gut aus, als würde es bald reißen. Wenn du den Chibi-Blaster hast, kannst du mit Hilfe der Chibi-Vision Ziel nehmen. Ach so, das ist alles klar. Alles klar. Ja, dann sauber machen. Der Tag ist eh gleich vorbei. War da links eben gerade was? Ah, jetzt kriegen wir bestimmt wieder einen Bonus. Ja. Ja, es tut zwar den Spielfluss ein bisschen interrupten, also unterbrechen, aber man kriegt ja dafür gut extra, so als müsste. Also, damit man nicht unbedingt jedes einzelne Fleckchen mitnehmen muss. Falscher Knopf. Wieder das Einsammeln hier. So, sind wir auch schon bei 10 Minuten angelangt. Also ich merke wirklich bei dem Spiel hier, das ist nur der Pirat, der herumläuft. Okay. Ich merke wirklich bei dem Spiel hier, geht die Zeit gut schnell rum und man erreicht noch nicht so viel. Also wie gesagt, es kommt halt immer aufs Spiel drauf an. Aber genau aus dem Grund haben wir dann auch viel mehr vom Spiel. Falscher Knopf. dass ich dann auch ein bisschen länger mit einem Spiel zu tun haben werde. Und der Tag ist vorbei. So. Ja, da sage ich auch immer wieder dasselbe. Ich hoffe, dass es dann aber auch nicht zu langweilig wird.
So, wie viel haben wir diesmal erreicht? Guten Morgen. Ja. Punktestand aktualisieren. Den haben wir eigentlich gut gesammelt. Und da sieht man, also von einer Million sind wir schon bei 2740. Und wie gesagt, also ich glaube ab 100 oder ab 10 wird es richtig lange dauern. Ich brauche noch 46. Sehr schön. Ja, wissen wir schon. Zum Super Shibi-Robo. Ah, da gibt es noch einen Tipp. Mithilfe von Y aktivierst du die Chibi-Robo-Vision. Damit kannst du die Umgebung nach Items scannen. Wie man auch beim... Ja, die Karte, das wissen wir auch schon. Zur Feier der Eröffnung eines Ratschlagszentrums erteile ich kostenlose Ratschläge. Okay. Puh, nun, das wäre erledigt. Dann war es wohl Giga-Robo, der diese seltsamen Geräusche gemacht hat, oder? Du weißt das vielleicht nicht, aber Giga-Robo entsprang dem Hirn des legendären Erfinders Dr. Joy Ebisu von Citrosoft. Auch du selbst bist eine Erfindung von ihm. Obwohl ihr beide von ihm designt wurdet, ist Giga-Robo 10-mal größer als du. Und circa 100-mal schwerer. Ganz zu schweigen von seiner Batterie. Er verbraucht 1000-mal mehr Energie als du. Vor ein paar Jahren gab es eine Energiekrise. Mit einem Mal wollte niemand mehr seine Giga-Robos einsetzen. Heutzutage wirst du niemanden finden, der dir den armen Kerl noch abkaufen würde. Ganz traurig. Es ist traurig, dass so etwas geschehen musste. Einfach wie Müll in die Ecke geworfen. Armer Kerl. Punkt, Punkt, Punkt. Genug Rücksage. Wir haben Arbeit zu tun. Verdienen wir ein paar Happy-Punkte. La la la. Oh, hol jetzt die Gigabatterie raus, die du dabei hast. Ja, das ist es. Sieh es dir nur an. Das Gerät allein ist schon größer als du, Chibi-Robo. Ganz schön schwer. Stellen wir es hier auf. Okay. Pam. Mit Siegesfanfare oder was auch immer. Ah, ich glaube, dafür war vielleicht das Geld, oder? Wenn du die Gigabatterie aufladen möchtest, musst du eine ein Gigaladegerät finden. Es muss hier doch irgendwo eins zu finden sein. Da du schon mal da bist, Chibi-Robo, möchtest du vielleicht speichern? Nein. Machen wir wieder später. Und raus. Ja, 13 Minuten. Aber ich denke mal, dadurch, dass in jedem Part irgendwas passiert, sollte eigentlich das mit der Langeweile sich in Grenzen halten. Nebenbei, also dass ich halt immer wieder mal hingehe und was sauber mache und Punkte sammle. Weil das wird vom Spiel ja auch verlangt. Und es hilft einem ja auch später, wenn man dann wirklich viel mehr Energie zur Verfügung hat. Weil, ja, es ist sowohl, man kann es sagen, Zeit und gleichzeitig Leben. So, machen wir hier gleich mal wieder die Fußabdrücke weg. Was haben wir da eigentlich da hinten rechts? Habe ich gerade was gesehen? Mal weg damit. Was haben wir denn da? Ach, auch wieder so ein Aufkleber. Mit kaputter Scheibe. Chibi-Robo! Oh, es ist nur ein Aufkleber, den jemand über den Riss im Fensterglas geklebt hat. Wenn du mit dem Chibi-Blaster drauf schießt, gelangst du sicher nach draußen. Aber Mrs. Hendersons wird gar nicht glücklich sein, wenn du ein Fenster zerbrichst. Okay, also wir brauchen den Blaster, damit wir auf solche Bärenaufkleber schießen können. Alles klar. So, dann packen wir das alles mal wieder hier rein. Mit anderer Kameraansicht. Flaschen. Gibt auch sehr viel, okay. Ich hoffe, dass ich die Flaschen nicht für irgendwas brauche. Das hebe ich natürlich auf. Ja, somit kriegt man wirklich am meisten. So. Für sie brauchen wir die Aufkleber. Die Aufkleber sage ich, die, wenn mir Wörter nicht einfallen, das ist schlimm bei mir. Die, Froschringe. Ja, man sieht da wirklich, das Putzen verbraucht wirklich sehr viel Energie. Ich muss immer wieder ein Auge behalten.
Und wie ich auch die letzten Parts gemerkt habe, ja, es kann sein, dass man des Öfteren auch mal meinen Controller hört. Ich spiele zwar hier das Spiel über... ja, ich krieg einen Punktbonus. Ich spiele zwar das Spiel hier über über Nintendo Wii, obwohl es ein GameCube-Spiel ist, weil ich damit halt über Komponentenkabel das an meinen HD-TV anschließen kann. Und ich habe einen WaveBird-Controller, womit ich das Spiel spiele. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, aber irgendwie sind die Knöpfe doch ziemlich laut, besonders der A-Knopf. Ja, haben wir wieder Punkte bekommen. Und zack. Ja, ich glaube schon, dass das Geld dann dafür da ist, dass man dann später die Batterie auflädt. So, dann laden wir uns mal auf. Mal weg mit dem... mit der Bürste. So. Sehr schön. Nein, möchte nicht speichern. Ja. Und weiter geht's. So, dann gucken wir mal. Ich glaube, wir müssen jetzt nochmal in andere Räume. Oder ich rede mal mit dem Vater. Vater. Komm hoch da. Ich könnte ihn auch von unten anreden, aber ansprechen, ehrlich gesagt. Aber ich möchte gucken, dass ich da oben noch ein paar Packungen einsammle, weil die geben ja auch gut Punkte. So, hier brauchen wir wieder unseren Schrauber. Einmal und zweimal. Ja, ich werde mich bei dem Spiel auf jeden Fall darauf einstellen müssen, dass ich... ich kann hier mit dem Vater reden. Oh, ich hoffe, du erreichst Platz 1 in der Chibi-Robo-Rangliste. Achtung, auf Fix News erfolgt in Kürze ein Notfallalarm. Wie? Gerade erhalten wir die Meldung, dass überall Chibi-Robos angegriffen werden. Bei den Tätern handelt es sich um... Arachnos. Woher sie kommen, warum greifen sie an, wir wissen es nicht. Vielleicht hassen sie das gewinnende Lächeln der Chibi-Robos. Ganz billig gemacht. An alle Zuseher fragen sie sich selbst, ist ihr Chibi-Robo in Sicherheit? Oder befindet er sich etwa in tödlicher Gefahr? Das war Ronny Rabatz für Fix News. Schalten Sie nun zu Sonny Strahlemann für die Wettervorhersagen für den Morgen. Sonny? Danke, Ronny. Ihnen wird eine Vorhersage sicherlich gefallen. Morgen wird es sonnig, regnerisch oder hageln? Toll. Nein, das ist ja völlig falsch. Die Arachnos sind doch die Freunde der Chibi-Robos, ganz sicher. Zumindest sollte es so sein. Oh, wie frustrierend. Pass auf, Chibi-Robo, du musst vorsichtig sein. Diese Arachnos sind zurzeit besonders gefährlich. Und wenn dir etwas zuschauen sollte, wäre ich furchtbar traurig, verstanden? Okay, also müssen wir uns in Acht nehmen. Gibt es natürlich dann auch mal auch Feinde. Was ist ein Spiel ohne Feinde? Oder Gegner. Gehen wir nach unten. So, was können wir denn heute? Ich gehe mal in die Küche. Ja, ich gehe jetzt mal in die Küche. So. Oh, ich sehe schon, dass der Part fast schon wieder vorbei ist. Dann gehe ich nochmal ganz kurz in der Küche gucken. Aber ich denke mal mehr wie, oh, wir sind auch in der Küche. Ihr habt einen unautorisierten Eindringling hier einfach rundpassieren lassen? Ihr habt nur Eidotter im Schädel. Na gut, passt mal auf. Ihr inkompetenten Idioten, seid nicht mal für Eiersalat gut genug. Ihr seid eine Schande für die Free Rangers. Ihr seid nur faule Eier, jeder einzelne von euch. Jawohl, Sir. Wenn es nach mir ginge, würdet ihr alle pochiert werden. Gefreiter Pelzmeier, enttäuscht. Oh. Jawohl, Sir. Ich kann es gar nicht lesen. Hey! Soldat Sayama, aufwachen! Zuhören! Euch faule Eier verwandle ich noch in ein furchterregendes Kampfomelett. Und ihr werdet mir dafür auch noch dankbar sein.
Jawohl, Sir. In Ordnung, Soldaten. Wie lautet die 5 Free Ranger-Regeln? Free Ranger-Regel 1. Werde der Sergeant einen Befehl gibt, antworten Sie mit Sir. Jawohl, Sir. Free Ranger-Regel 2. Lass niemals ein Ei zurück. Free Ranger 3. Auf Patrouille verranzt, ins Loch gebatzt. Was? Verratzt? Achso, auf verratzt in. Okay. Free Ranger Regel 4. Erscheine pünktlich zum Appell oder trag die Konsequenzen. Free Ranger Regel 5. Ein Missachten der Befehle hat die Verarbeitung zu Rührei zu folgen. Genau, vergesst niemals diese 5 Regeln. Jawohl, Sir. Gemeinsam werden wir Tao besiegen. Los! 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 Kassab, Daimel, beginnt mit dem Appell. Jawohl, Sir. So, ja. Ich denke mal, bevor hier irgendwas Großartiges passiert. Wo ist eine Steckdose? Da hinten ist eine. Ah, Kamera. Ja, ich möchte das jetzt noch nicht starten. Erst im nächsten Part. Weil es wird schon wieder zu lang dauern. So. Gut, dann speichern wir hier mal. Und dann sage ich mal wieder. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Jetzt sagt mir schon wieder, dass ich jetzt auf die Aufklärung habe. Ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Ciao, ciao.